Ich hole mir mal eben kurz hier den Aussichtspunkt. Denn der ist wichtig, wenn ich mal schnell reisen will, kann ich das wenigstens tun. Moment. Ah, okay. Ich dachte, das Ding ist von der Karte verschwunden. Ich habe gedacht, ich wäre schon vorbei. Na gut, synchronisiere. Aber das ist schon eine richtig schöne Stadt hier. So, dann reden wir mal mit Siegfried und schauen, was der uns zu sagen hat. Ich werde es nie lernen. Was denn? Morgen, Siegfried. Ava, die Nacht war hart. Ich habe zu viel getrunken und nun versuche ich, meinen Bauch zum Schweigen zu bringen. Deinem Bauch kann ich nicht helfen, aber kannst du mir erzählen, was du über diesen Thorstein weißt? Ah, Vater hat dir wohl erzählt, dass ich mich ihm mal anschließen wollte. Er ist ein echter Wikinger, wie du, nur lauter. Du durftest nicht mitmachen? Ich war zu jung und schlaksig. Amar wollte mir noch nicht mal zeigen, wo sein Versteck ist. Erzähl mir von dieser Amar. Sie mag Bier so sehr wie Kätzchen Milch. Sie verbringt ihre Zeit beschwipst am Hafen und macht sich dort an die Leute ran. Ich spreche mit ihr. Vielleicht bereut Thorstein es noch, dich nicht in seine Bande gelassen zu haben. Hör mal, wenn du schlau bist, legst du dich nicht mit Amar an. Sie ist eine wilde Kämpferin. Tja, wenn die wüsste... Sieh mal nach, Sühnen. Wenn die wüsste, wer ich bin, dann würde die definitiv sich nicht mit mir anlegen. Du lässt sich ihr Ale schmecken. Das ist Amar. Was trinkst du denn da, Dränger? Das stärkste Ale der Stadt. Ich mag starke Dinge, also hast du meine Aufmerksamkeit. Was tust du hier, Schätzchen? Ich bin auf der Suche nach gutem Trunk und Gesellschaft. Da hat es dich in die richtige Schenke verschlagen. Ausgezeichnetes Ale und noch bessere Unterhaltung. Das Ale führt zu Gesprächen und die führen zu... Wer weiß? Finden wir es heraus. Alles klar. Nicht ins Fass, hörst du? Oh ja.
Mehr hast du nicht drauf? Wie ungezogen. Du bist eine anziehende Frau. Wie verbringst du deine Tage? Vielleicht hast du von Thorstein gehört? Ich bin eine seiner engsten Freundinnen. Ich hörte tatsächlich von ihm. Beeindruckend, dass er dir vertraut. Er ist wie ein Bruder für mich. Ein nicht gerade heller Bruder. Er hat mir einen Schlüssel zu seinem Geheimversteck anvertraut. Dein Geheimversteck? Das würde ich nur zu gern sehen. Im Bereich Dubgalbalje? Tut mir leid, Thorstein würde nicht aufhören zu schmollen. Vielleicht möchtest du aber für ein Mal bleiben? Ich bliebe lieber für etwas anderes. Ich kann kaum erwarten zu erfahren, was das ist. Aber erst einmal, mir geht es nicht so gut. Ich bewege mich besser etwas. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Ich muss ihr diesen Schlüssel abnehmen. Wenn ich vorsichtig bin, umgehe ich einen Kampf. Ja. Die Leibwächter, genau. Die werden ein Problem. Bleiben die da stehen? Vertrauensselig. Dein Schlüssel ist mein. Jetzt muss ich nur noch Thorsteins Versteck finden. Ja, das finden wir natürlich auch noch. Was siehst du da oben, Sühnen? Würde ich nur mal überdenken. Ist dies das Versteck, von dem Amar sprach? Ja, finden wir es raus. Aber ich denke schon. Du bekommst Besuch, Thorstein. Jetzt hab ich dich, Thorstein, mein Freund. So, wir reden jetzt auch. Wer bist du? Wer? Wie hast du es hier reingeschafft? Dass du dich mit Barret Ivar schon angelegt hast, war ein Fehler. Oh Gott, willst du mich töten? Mein Kopf irgendeinem irischen Herrn überreichen, dem ihr beide dient? Ich diene keinem irischen Herrn. Ochsenscheiße.
Wenn du nordische Ehre im Leib hättest, wärst du wie ich und würdest diese stinkenden Gottfresser von der Insel jagen. Der König Düflins sollte sich um seinesgleichen kümmern, nicht den Zäunen in den Arsch kriechen, die unsere Vorfahren töteten. Ja, schließ dich mir an. Ich könnte jemanden mit ordentlich Mumm gebrauchen. Und es lohnt sich. Sei still und ich erbarme mich vielleicht deiner. Tja, scheiße gelaufen, was? Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Ist das hier eine gute Idee? Ich glaube eher nicht. Und da geht's auch raus. Nach oben gibt's da einen Weg, wo ich an diesem Typen da vorbeikomme. Denn ich denke, es ist nicht die beste Idee, da rauszurennen und denen voll in die Arme zu gehen. Mit. Es ist nichts passiert. Keiner ist zu Schaden gekommen, alle leben noch. Ein Haufen Abfall erwartet dein Urteil, König Baröd. Thorstein, Urheber des Plans, mir und meinem Blut aufzulauern. Du weißt doch, wie es ist, Barid. Man braucht Silber. Für seinen König könnte man Düflins Schatzkammer eintauschen. Obwohl ich für dich vielleicht nicht ganz so viel bekäme. Wenn du es befiehlst, schneide ich ihm die vorlaute Zunge heraus. Steh auf, Thorstein. Du blutest meinen Boden voll. Die Entscheidung wiegt schwer. In solchen Zeiten sucht man den Rat engster Freunde. Eivor, wie soll ich mit diesem Rohling verfahren? Ich würde sagen, eine würdevolle Hinrichtung. Alle sollen sehen, dass du ein gerechter, entschlossener König bist. Dies ruft nach einer würdevollen Hinrichtung. Wohl gesprochen, Eivor. Ich will keine Blutfehde unserer Kindeskinder, Thorstein. Den Aufruhr bist du nicht wert. Düflin nimmt dein Land und dein Silber. Ich verbanne dich auf ewig. Bei Sonnenuntergang bist du verschwunden. Knie nieder und zeige deine Dankbarkeit. Alles Gute, König. Ich kenne bessere Orte als Düflin. Vater! Warum wähltest du die Schwäche? Gib jedem Feind ein Stück Seil, dann bringen sie bald deinen Strick. Ruhe! Flan Shinnar wird bald ganz Irland beherrschen. Es liegt in seiner Macht, mir und meinem Sohn die Königswürde zu geben oder zu nehmen. Er ist der Knotenpunkt. Doch traut Flan mir nicht. Er glaubt nicht, dass ich wahrlich christlich bin. Indem ich christliche Gnade zeige, beginne ich, seine Meinung zu ändern. Du bist klüger noch, als ich dachte, Vetter. Vielleicht ist Thorsteins Freiheit ein Königreich wert. Doch wird Gnade genügen? Deswegen muss ich den Handel ausbauen. Flan wird erkennen, dass die Stärke von Düflins Häfen die Stärke Irlands ist. Zeige ihm die Macht dieses Handels. Finde etwas Seltenes aus der Ferne, ein Gewürz, einen Edelstein oder eine Waffe. Und dann wird es sein Krönungsgeschenk. Das wird Düflins Reichweite zeigen und helfen, meine Krone zu sichern. Flan wird von deiner christlichen Gnade erfahren. Und ich spreche derweil mit Esar über ein Geschenk. Suche mich vor der Krönung auf. Wir gehen zusammen.
Nun gut, sprechen wir mal mit Azar. Halt, wir haben noch einen Punkt für die Fertigkeiten. Hallo. Eivor, willkommen in meinem Laden. Ich komme mit einer Bitte. Es ist schön, Freundschaften zu stärken. Worum geht es? Baryt möchte Flan den Wert von Düflins Handel zeigen. Könnten wir ein Geschenk aus einem fernen Land besorgen? Das ist leider genau das Problem, das sich mir stellt. Ich habe nämlich Land in Ratoin erworben, das zuvor übrigens Thorstein gehörte. Das Land gehört nun aber Dornen und Hunden und Schmugglern. Sobald er frei davon ist, wird dieser Handelsweg unsere Herzenswünsche erfüllen. In meinem Fall ist dieser Wunsch ein fremdländisches Geschenk, also... Ein Gewürzhändler, den ich kenne, wünscht feine Pelze. Ratoin hat davon in Übermaß. Das passt vortrefflich. Gewürze sind eine würdige Königsgabe. Hab Dank, Isar. Es ist im Norden. Du kümmerst dich um die Schmuggler, ich sitze hier nur auf meinem Arsch. Nichts zu danken. Ja, ich werde die das Ding befreien. Okay, ich habe vorhin, bevor wir hier zu Azar gekommen sind, habe ich mir die Karte mal angeschaut. Diese Symbole kenne ich alle. Das sind Standardsymbole, die auch im Hauptspiel vorhanden sind. Aber in einem kleinen Stream, wo ich mal geschaut habe, um eine Idee zu kriegen, habe ich sowas gefunden. Da hatte ich keine Ahnung von. Düflin, ich sollte dorthin reisen. Hä? Und das Zeichen habe ich gesucht, aber es war noch keins auf der Karte, bis jetzt. Also die Strömung ist stark. Das muss die Siedlung da oben sein, oder? Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Schmuggler, Isar will sie hier nicht sehen. Thank you.
Ich wirst du nicht los. Ach nee. Und weg damit. Ah, Handelsposten Rasoin. Dieser Handelsposten lagert und verschickt Felle und gefärbtes Tuch von unseren besten Fallenherstellern und Webern. Es gilt, einige kleinere Löcher zu stopfen, aber mit etwas Wiederherstellungsarbeit werden unsere Felle und Stoffe die Welt umhüllen. Bist du Eivor? Hier drüben! Ja, das bin ich. Hörst du zu Esas Leuten? So ist es. Esar sagt, ihr beide wollt Felle gegen ein Geschenk eintauschen. Es wird König Flan beweisen, wie weit Baruts Handel reicht. Wir besorgen euch die Felle. Wie kann ich helfen? Mit mehr Vorräten könnten wir den Handelsposten ausbauen, um den Handel noch besser und schneller zu machen. Wo finde ich diese passenden Dinge denn? Ich würde in Klöstern nachsehen. Dort wirst du sicher fündig. Wie arbeiten du und Esar denn zusammen? Ich sammle Pelze, bereite sie auf und schicke sie nach Düflin. Esar kümmert sich dann um den Verkauf. Wir wollen den Posten ausbauen. Dann können wir mehr Pelzbündel lagern und sie häufiger an Esar verschicken. Ihr Land muss viele Handelsposten haben. In der Tat. Jeder von ihnen handelt mit bestimmten Waren. Hier sammeln wir Felle, woanders gibt es andere Güter. Danke dir, mein Freund. Gib auf dich Acht. Gut zu wissen. Was brauchen wir denn hier um... Ah ja. Okay, wir können aktuell noch keine Sachen hier ausbauen. Da hinten ist, glaube ich, ein Kloster, oder? Yep, da ist eins. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Und plündern wieder ein Kloster. Abfahrt! Mast hoch! Wir können das Segel nicht setzen. Das Segel ist jetzt bereit. Ist das Segel? Also ein kleines Kloster. Das wird ein Spaß. Lass sie bluten und greife! Hier soll was drin sein.
Dann tu das. Ich brauche hier mal Hilfe. Die Vorräte, von denen der Aufseher sprach. Ja, aber... Gern geschehen. Hey, komm mal kurz her. Ah, dann hatte ich doch recht. Das sind alles Skills, die wir jetzt hier in Zorn der Druiden bekommen. Ja, keine Angst. Ich brauche Hilfe. Das war's. Verschwinden wir. Naja, ich schau mal nach, ob das wirklich alles war. Nein, hier natürlich nicht. Da sind noch ein paar Sachen. Das Ding hätten wir und dann ist da noch eins. Okay, schnelle Reise geht, das wusste ich jetzt nicht, dass das möglich ist. Nun gut. Versorgungslager. Das Versorgungslager ermöglicht das Auffüllen von Pfeilen, wenn sich dein Köcher leert, und von Mahlzeiten, um dich nach einem schweren Kampf zu stärken. Werkerhütte. Die Werkerhütte ist ein Ort, an dem sich Arbeiter ausruhen und neue Kraft sammeln können, ohne nach Hause gehen zu müssen, sofern sie ein solches haben. Wird sie gebaut, erhöht sich die Warenherstellung. Mhm.
Lagerhaus. Im Lagerhaus können Waren besser angeordnet und gelagert werden. Wird es gebaut, erhöht es die Größe deiner Truhe in Difflin. Das kostet 100 und das hier 220. Also ich nehme, glaube ich, aber das hier, weil das die Produktion erhöht. Gut gemacht. Wir schicken die Fälle nach Difflin. Saar wird dir helfen, noch mehr Posten zu finden, die du übernehmen kannst. Gehab dich wohl. Okay. Dann gehen wir zurück in unsere Stadt. Eivor, die Fälle aus Ratoin sind angekommen. Nun können wir sie gegen Flans Geschenk eintauschen. Komm, sieh im Lager nach. Ezra, du hast einen Handelsposten. Ich habe es von dem Händler selbst gehört. Wir haben genügend Fälle für Flans Geschenk. Hier, nimm, schließe den Handel ab. Oh, ja. Feine Gewürze, die es sonst nirgendwo gibt. Ich sorge dafür, dass sie für die Krönung geliefert werden. Flan wird sicherlich die Stärke von Düfflins Handel erkennen. Wo wir davon sprechen, es gibt überall in Irland verlassene Handelsposten. Du schlägst vor, dass ich sie einnehme, um Düfflins Reichweite zu erhöhen. Wir erhielten dadurch Zugang zu Waren, die wir sonst nicht in die Hände bekämen. Eine große Beute. Ich halte nach Gelegenheiten Ausschau. Doch zuerst suche ich Barret auf. Er wird von Flans Geschenk erfreut sein. Also, Handel in Irland. Irland ist ein Land mit einzigartigen Waren. Durch Handelsverträge erhältst du im Tausch gegen eine der vier irischen Waren. Belohnungen. Du kannst deine irischen Waren mehreren, indem du Handelsposten übernimmst, um Güter zu erwirtschaften. Außerdem erhalten einige Truhen irische Waren. Erkunde Irland, um sie zu finden. Die Waren der Handelsposten werden zu Azars Handelstruhe geschickt. Denk daran, die abzuholen, wenn du in Difflin bist. Cool. Also haben wir jetzt hier auch sehr viel zu tun. Aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal hier alles aufdecken, weil wir haben noch gar nichts gemacht von den Sachen. Das heißt, ja, das wird noch dauern. Also hier sehen wir auch, was wir schon gemacht haben. Das ist gut. Okay, easy. Ah, da gehen 120 Stück rein. Ja gut, dann kriegen wir das auch hin.